So, und Hallöchen, Hüstel, Hüstel, zu einer Zwischenfolge. Ich glaube, wir nehmen heute nur eine halbe Stunde auf oder sowas. Und zwar, wie heißt ich, der Balloonhead und? Der Treeman. Ja, Treeman, 1992. Nee, was sieht das wieder schnuckelig aus? Bist du hier im Haus gerade? Ich bin gerade an der, hier an dem Lager. Guck mir das hier gerade noch mal ein bisschen an. Okay. So, und der gute Treeman hat nämlich ein bisschen was geändert hier. Ich zeig euch das gerade mal. Ich laufe mal in den dunklen Keller. In eine dunkle Gegend. Oh, Moment, Fackel raus. Ah, ich nehme heute nämlich auch einfach mal mit ein bisschen auf hier. Oh. Das auch. Hört meine Stimme auch nicht immer. Hüstel, Hüstel. So. So, jetzt muss ich mir kurz mal ausrüsten. Theoretisch würde man das eigentlich so ein bisschen mit einblenden, oder nicht? Ach, der setzt einen Glowstone unter mir. Ah, ja, jetzt verstehe ich. Mit einer super schnellen Geschwindigkeit. Ah. Das ist ja interessant. Das geht auch mit den Treppen, warte. Jo. Nie wieder dunkel. Ach, wie schön. Mal gucken, ob das wirklich so gut ist. Das ist aber ein ganz anderes Plugin, als wir vorher auf den anderen Servern hatten, oder? Das mit dem Licht. Huch, warte mal, hier ist alles durcheinander. Das mit der Fackel war vorher ein Client-Add-on. Das funktioniert aber mittlerweile nicht mehr bei Bucket auf dem Server. Also es war immer so, dass es hat schon damals gebuggt. Also wenn man diese Fackel in der Hand hatte, dann ist erstmal nichts passiert. Also bei sich selber schon, aber die anderen haben halt nichts gesehen. Wenn du dich dann aber geportet hast, haben die anderen das plötzlich gesehen an der Stelle, wo du dich hingeportet hast. Mhm. Und es funktioniert halt bei der neuen Bucket-Version nicht mehr, weil diese Server-Kommunikation jetzt anders ist. Also Kommunikation zwischen Server und Client. Ah, da hinten wisst ihr. Ich wollte gerade ein paar Sachen hier ablegen. Da ist eine Spinne drin. Ich habe kein Schwert. Aber eine Unbreaking 1 Pickaxe. Ach ja, da ist eine Spinne drin. Hallo? Ich kann sie mit der Pickaxe blocken. Ja, mach ich mal gerade. So. Oh, ich hatte hier das letzte Mal schon mal angefangen, so einen Grundriss zu zeichnen, weil ich habe mir jetzt die Woche mal ein bisschen angeguckt, wie das funktioniert mit diesen Hühnerfarmen. Ja. Und zwar muss man oben eine Fläche Wasser haben und darunter halt entweder Zäune oder Gitter, sodass halt dazwischen was herfallen können, die Hühner nicht runterfallen. Ja. Das Wasser fließt halt nach unten und alles fließt dann an eine zentrale Stelle und ja, wenn die halt ihre Eier da legen, dann fließen die alle nach unten. Und nach Bedarf kann man halt oben die Hühner wegkloppen. Aha. Oh, es wird dunkel. Scheiße. Oh, hier ist ein Bett. Ich komme. Ich wollte die Fackel zücken. Boing, boing. Aber komisch ist natürlich, dass hier die, die Spinnen drin auftauchen und so, obwohl hier Fackeln hängen. So, jetzt ab ins Bettchen. Achtung! 3, 2, 1. Jawohl. So. Ah, ich muss mal gucken, ob wir hier irgendwo Kabel gelagert haben. Wir haben ja haufenweise Dirt. Dirt haben wir noch genug, ja. Da habe ich gerade erst noch ein paar Stacks reingetan. Aber der Musik. Dann zeichne ich erstmal Grundrisse. So, ich wollte ja meine Musik noch starten. Mann, ohne geht doch nicht. Theoretisch könnten wir hier hinten hinter das Lagerhaus ja nicht nur eine Hühnerfarm automatisch, vielleicht noch ein kleines Feld. Und vielleicht sogar die Hobbit-Hütten, die wir mal angesprochen haben. Ja, die Hobbit-Hütten. Einfach so kleine Erdhaufen, wo eine Wohnung drin versteckt ist. Boah, was hast du das hier platt gemacht? Junge, Junge. Oh, komplett, ich habe das gerade angeglichen da vorne. Ja, das ist gut. Jetzt weiß ich auch, warum du die ganzen Schaufeln verbraten hast. Ja, das hat wirklich so viel Schaufeln gekostet. Kohle! Kohle? Oh, können wir abbauen. Ja, das wird dann irgendwann alles Gras. Das ist, wenn du rumpasst, wenn die Gebäude stehen. Macht ja keinen Sinn, wenn wir jetzt alles erstmal Gras machen. Nee, nicht so richtig. Obwohl wir eigentlich genug Dirt haben. So, warte mal gucken. Stein rausholen, damit die Kohle rauskommt. Hier kommt die Hühnerfarm. Könnte man ein paar Schilder machen. Oh, ich habe Karotten. Na
Und ich brauche was zu fressen. Brot. Oh, ja, da sollte man vielleicht mal drauf achten, auf diesen Balken. Ja, irgendwie muss ich. Ich habe jetzt den ganzen Tag wirklich, fast den ganzen Tag hier Ticket gespielt. Singleplayer. Voll fasziniert. Und jetzt wollte ich mich gerade, wo du dich gemeldet hast, wollte ich mich daran begeben, eine Ölquelle auszunehmen. Meine erste angezapfte Ölquelle. Ha. Ich habe also hier zwei fette Solarkollektoren oder zwei mittlere Solarkollektoren inzwischen gebaut. Ja, aber hier für LPT. Ich glaube, das lässt sich so nachträglich nicht machen, weil du findest die Erze hier nicht, ne? Ich glaube nicht. Das wäre nämlich der Knaller. Aber außerdem schaffe ich das mit dem Shader nicht richtig. Also die 1.2.5-Version, ich müsste die manuell dann ändern und den Ticket-Launcher rausschmeißen. Weil der lädt sich ja dann automatisch immer diese komischen Versionspakete runter. Da ist kein Shader drin. Genau. Die ist schon doof. Ich könnte versuchen, das zu modifizieren. So, ja, du wolltest eine Hühnerfarm hinbauen? Ja, eher eine Hühnereierfarm. Eierfarm. Das sind die Maschinen, die dann produzieren. Jedenfalls haben wir dann genug Eier, um Kuchen zu backen. Naja gut, die kriegst du ja auch so von den Hühnern. Und so oft machst du ja auch keinen Kuchen. Oder vielleicht gibt es ja irgendwann mal Spiegelei bei Minecraft. Dann haben wir auf jeden Fall Spiegelei im Übrigen. Ja, das hat der große G-Punkt hat nochmal diesen Spiegelei-Mod gemacht. Reingehauen, habe ich noch gesehen. Ist aber schon länger her, Folge 600 oder 500 oder sonst irgendwas, weiß nicht. Spiegeleier gebracht. Dass man jetzt ein bisschen mehr was zu essen kann, machen kann mittlerweile. Ja, mit den Karotten, das ist ja schon gut, ne? Ja, eine gebackene Kartoffel. Ich weiß gar nicht, was die bringen, so an Nahrungsbalken. Drei müsste das sein. Drei, okay. Oh, das ist auch schon eine ganze Menge. Aber ich esse trotzdem nicht mehr. Das ist auf jeden Fall genug, ne? Ich habe meine ganzen Pfeile verschossen. Ach nee, da oben. Ja, die Fläche sieht ja schon mal... Wow, aus. Wow. Ach stimmt, da kann man von hinten einfach den Weg weiterziehen. Ah. Das ist doch toll. Hier über die Schlucht drüber. Irgendwie. Mal gucken. Jetzt bloß nicht irgendwie runterfallen. Uiuiuiui. So. Ich glaube, das lassen wir so im Lagerhaus vor der Schlucht, dass der Weg da hier so herläuft. Das ist in Ordnung. Oh no. Ich stelle mir jetzt schon richtig vor, wie das nachher aussieht. Ja, da ist auf jeden Fall jede Menge Fläche für da, ne? Ja, ja, und dann schön hier alles zentral. Da hinten sind die anderen Hütten, der Bahnhof ist ja auch da hinten, ne? Ja, genau, der Bahnhof ist da hinten, da kommst du an. Das ist schon ein klasse Gebiet hier, also wirklich. Richtig schön. So, aber hier ist ja noch mehr Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Oh Mann, ich erinnere mich immer wieder an dieses Lied. Das ist schrecklich. Boah, also hier dieses Texturenpaket mit dem Shader, das ist der Hammer. Ich weiß auch nicht. Das viele von diesen Hütten wir brauchen nachher. Voll geil, ey. Und du hast das... Wie viele sind wir denn? Ja, je nachdem, wie viele da einziehen wollen. Also der Don ist da, der wird sich hundertprozentig was Eigenes bauen. Ja. Ich bin da. Ich hole mir auf jeden Fall so ein Ding.